Ja, Maulwürfe stehen, glaube ich, unter Artenschutz. Tatsächlich. Also gibt ja, wenn man so über das bayerische Land fährt, sieht man ja an jedem Feld 80.000 Maulwurfshügel und die darf man nicht beseitigen, weil die unter Artenschutz stehen. Deswegen ist die Suche nach dem Maulwurf sehr, sehr kompliziert. Es war jetzt keine Trainingsform, die veröffentlicht wurde, sondern es war ein Matchplan gegen Bochum. Ja, wie gehe ich damit um? Ich ärgere mich. Ich finde es... Ich denke da schon viel drüber nach, weil ich mir so überlege, was bezweckt die Person, die das weitergibt, damit... Also was erhofft die sich? Und da versuche ich immer so ein bisschen die Motivlage rauszufinden. Ja? Und die erschließt sich mir nicht. Ich glaube nicht, dass der Springer Verlag jetzt 500.000 Euro bezahlt für so eine Information. Sprich, monetär kann es, glaube ich, nicht sein. Ich weiß es nicht, was die Motivlage ist. Ich habe schon letzte Woche mal gesagt, mir ist immer wichtig, dass ich abends dann in den Spiegel schauen kann und sage, wie gehe ich mit meinen Spielern um, wie gehe ich mit meinen Trainerkollegen um. Und die Person wird hoffentlich nicht so gut in den Spiegel schauen können, weil sie es einfach nicht gehört. Es sind Dinge, über die ich mir Gedanken mache seit Jahren, wie ich meine Ideen aufbaue und wie ich auch versuche, ja, die Spieler vorzubereiten. Das ist nicht das große 1x1, oder wenn man jetzt den Matchplan da sieht, deswegen kann man mich jetzt auch nicht oder uns nicht entschlüsseln. Da habe ich jetzt keine Sorge. Aber es macht natürlich auch das Leben für die Spieler nicht zwingend leichter, wenn die Gegner schon im bewegten Bild analysieren. Das ist ein bisschen schwieriger wie im Standbild. Das waren jetzt 3 oder 4 Standbilder. Da kann man ein bisschen leichter analysieren und Dinge vielleicht rauslesen. Und diejenige Person, die sowas weitergibt, die schadet, wenn sie mir schaden will, dann ist es so. Aber sie schadet einfach auch jedem einzelnen Spieler. Und ist einfach nicht im Sinne der Sache. Ja, aber du wirst nicht rausfinden, wer es ist. Ich werde halt immer weniger sprechen mit allen, die es veröffentlichen. Weil das sind immer 2 Seiten, auch wenn ich verstehe, dass man es macht als Journalist, finde ich es trotzdem nicht gut und noch viel schlechter ist derjenige, der es weiterschickt, der da mit dem Handy davor steht und es fotografiert in der Kabine. Wie gesagt, ich erkenne die Motivlage nicht, aber die Person wird sich schon seine Gedanken dazu machen.